Ja, jetzt ist ja wieder Campingzeit und man möchte gerne draußen in der Natur sitzen und frühstücken, Kaffee trinken, sich unterhalten. Oder man braucht einen Tisch als Ablageort für Kameras, Teleskope und so weiter. Und da habe ich auch wieder unerwartet lange gebraucht, um den idealen Tisch zu finden. Dieser hier ist kein Leichtgewicht, hatte aber durchgängig sehr gute Erfahrungswerte. Einer hatte den sogar 14 Jahre lang. Und er wiegt 6 Kilo. Ist also kein super leicht Campingtisch. Er hat Stahlbeine, also nichts mit Alu. Lässt sich aber natürlich sehr leicht aufstellen. Ist alles Stahl. Ist also, jetzt sehe ich gerade, ich muss den anderen zuerst. So, den großen also zuerst, wie ich gerade gelernt habe. Klappt man einfach auf. Super simpel. Geht ein bisschen schwer. Soll ja nicht auseinander. Soll ja nicht von alleine zusammenklappen, der Klapptisch. Die Platte ist auch nicht aus Alu, sondern aus einem kunststoffbeschichteten Holz. Ja, so sieht es dann aus, wenn man den also ausgeklappt hat. Ich habe hier so einen Coleman Campingstuhl. Den hier gerade mal abgewischt, weil er vom Renovieren irgendwie Farbe abbekommen hatte. Coleman, sehr schöner Stuhl. Das ist so ein Regiestuhl. Kostet um die 50, 60 Euro. Sehr leicht. Alu. Lässt sich auch sehr leicht zusammenfalten. So, und jetzt bei dem Tisch ist natürlich wichtig, dass ich mit meinen Beinen da drunter passe, ohne anzustoßen. Und das geht hier wunderbar. Ich habe hier also 5 cm Luft. Auch in der Breite ist es okay. Ich kann auch ein bisschen entspannt die Beine so auseinander. Das geht. Was jetzt bei diesen Campingtischen immer ist, dass die ein bisschen wackeln. Was aber, wenn man sich überlegt, dass eine Wiese ja nie gerade ist, nicht so eine Rolle spielt. Das heißt, der wird immer irgendwie ein bisschen wackeln. Ja, die Platte soll ja laut Erfahrungsberichten von anderen, die bis zu 14 Jahre hatten, sehr, sehr wetterbeständig sein. Das glaube ich jetzt einfach mal. Ansonsten für 27,50 Euro 6 Kilo schwer halten, stabiler Tisch. Ja, gut, der Stuhl ist jetzt zu breit, also den kann ich da nicht drunter schieben. Und ja, wie gesagt, also was ich gut finde, ist, dass die Beine schräg nach außen zeigen. Dadurch ist der weniger wackelanfällig. Ja, das Zusammenbauen, das geht genauso einfach wie das Aufbauen. Man drückt hier mit den Händen in dieses Scharnier und dann klappt der halt zusammen. Das war's. Ja, bei dem Stuhl gibt es einen Trick. Also den findet man nicht gleich, also wie man den halt wieder zusammenklappt. Und zwar muss man aber nur hier hochziehen an der Sitzfläche. Und dann faltet der sich automatisch zusammen. Ja, ich wiege ihn mal. Ja, ich habe ihn gerade gewogen, also 2,8 Kilo wiegt er, also weniger als die Hälfte des Tisches. Ja.